2016 bestritt ich meinen ersten Wettkampf im Natural Bodybuilding. Auch wenn damals die Arbeit ausreichte, um bei den Junioren den Titel des deutschen Meisters und darüber hinaus den Profistatus zu erlangen, wusste ich, dass es jetzt erst angefangen hat. Ich habe mich dem Profistatus nicht würdig gefühlt. Weniger aufgrund der definitiv vorhandenen optischen Schwächen, mehr aufgrund des Potenzials, welches aus meinen Fehlern des damaligen Prozesses hervorgeht. Um sich im Natural Bodybuilding signifikant zu verbessern, musst du Jahre investieren. Jetzt, weitere 4 Jahre, stecken die Erfahrungen von weiteren 3 Jahren konstantem Aufbau und 1 Jahr verletzungsbedingter Rehabilitation in mir. In dieser dreiteiligen Doku nehme ich dich mit auf meine Reise, geprägt von ruhigen Routinen, zunehmender körperlicher Schwäche und dem daraus resultierenden innerlichen Wachstum. So, wir haben dich jetzt in eine perfekte Ausgangslage gebracht für den anstehenden Aufbau, den voraussichtlich letzten Aufbau vor deinem Wettkampf, vor der Wettkampfvorbereitung. Wir werden natürlich dann nochmal, wenn es soweit ist, alle Termine abchecken, alles evaluieren und dann einen ganz klaren Plan für die Wettkampfvorbereitung machen, wollen aber jetzt keine Zeit verlieren und qualitativ hochwertige Muskelmasse an den richtigen Stellen noch hinzufügen. Du wirst merken, dass das eine Übung ist, die du wirklich komplett mit dem Kopf steuerst. Gerade in diesen hohen Wiederholungsbereichen kannst du hier nochmal ordentlich was rausholen. Das heißt, hier wirklich früher das Gewicht erhöhen, als du das vielleicht denkst. Meistens klappt es, dass du dann trotzdem in die vorgegebene Rep-Range kommst und dich dann wieder an das obere Ende der Rep-Range vorarbeiten kannst. Aber hier wirklich immer wieder früher einen Schritt machen, als man das sich vielleicht zutraut. Das ist wirklich brutale Kopfsache. Die sieht gut voll aus gerade. Nee, passt. Gehen wir in die Brunnenpose rein. Front, genau. Genau. Gib minimal mehr Druck auf die Knie. Das wird minimal mehr nach außen. Ja, genau. Und unten über den Boden, als wenn du nach außen führen möchtest, die Fußspitzen nach außen führen möchtest. Wenn deine Innenseite und auch der Sartorius bis oben hin sich zieht und frei ist, fettfrei ist, dass du das dann auch präsentierst den Judges. So, genau, genau. So, jetzt sehe ich perfekt die Taille von der Seite, nimm noch mehr Luft raus aus der Taille und dreh dich noch mehr mit dem Oberkörper in meine Richtung. Ja, gut. Jetzt musst du schauen, dass du die mit der Faust verdeckst du jetzt wieder leicht den Bauch. Ja. Zu weit? Perfekt. Genau. Sehr gut. Also du musst dir vorstellen, Unterkörper sitzt jetzt durch das leichte versetzte Stehen. Quad kommt richtig gut raus, Gluteus kommt auch sehr gut raus. Und wenn du dann oben eindrehst, musst du immer dir vorstellen, dass du die Taille möglichst schmal präsentieren möchtest und nicht verdecken möchtest. Sehr gut. Gut. Der vordere Arm, da willst du ja den Trizeps präsentieren. Und der sollte nicht zu sehr seitlich stehen. Das heißt, du willst ja zum einen mit der Schulter weit genug zurück, damit die Taille zu sehen ist. Aber du möchtest auch gleichzeitig den Trizeps präsentieren, nach vorne hin. Und da kannst du auf jeden Fall mit der Hand in die Richtung zeigen. Genau, genau. Dass du hier komplett zurück ist und dann rotierst. Und da merkst du jetzt, da macht sich die Mobility beim Posing bemerkbar. Also beim Posing braucht man eben diese Mobility. Jetzt rotierst du automatisch mit der Schulter nach vorne, die muss aber wieder nach hinten. Und das ist sehr schwer, da hinten zu bleiben und trotzdem, ja, besser. Genau. Luft aus dem Bauch leicht raus. Ja. Das kenne ich. Man sieht sich halt wirklich täglich. Und dann ist diese Veränderung schwerer nachzuvollziehen. Aber es ist auch gut, dass man so eine gewisse Unzufriedenheit hat, weil der eigentliche treibende Faktor ist wirklich so diese perfekte Mischung zwischen einer Unzufriedenheit, dass du weitermachen möchtest, besser werden möchtest, aber trotzdem einer Zufriedenheit und einer Wertschätzung, was du bisher erreicht hast. Und da wirklich dieses perfekte Verhältnis zu finden, das ist ja, der Goldstandard, damit kommt man richtig, richtig weit und bleibt kontinuierlich dran.
Vertikalen Fasern vom Lat in die Faszie thoracolumbalis, in die Lendenrückenbinde einstrahlt und dahinter ebenso. Und wenn diese Fasern gedehnt werden während der Abwärtsbewegung und die Hüfte wird gleichzeitig gebeugt, dadurch wird diese Faszie von beiden Seiten auseinandergezogen. Somit geht diese Übung sehr, sehr stark auf diesen sogenannten Christmas Tree. Ich weiß bereits, wie es sich anfühlt. Im Prozess der Wettkampfvorbereitung wird sich mein Körper zunehmend wehren, das für seine Leistungsfähigkeit essentielle Körperfett abzuwerfen. Er wird meinen Hormonhaushalt, meine Thermogenese und meinen Drang zur Bewegung runterfahren. Diese Prozesse wird er beschneiden, um Energie zu sparen. Außerhalb der mechanischen Last des Trainings sind Schritte ein standardisierbares Instrument, um den Verbrauch oben zu halten. Ab jetzt wird in Richtung zunehmender Schwäche marschiert.
sometimes I would even lower my cardio, up my carbs in calories for 3 or 4 days, like go a little bit above maintenance. If you do that for 3 or 4 days and you lower your cardio, I mean, man, you can bust through plateaus and you just feel amazing, especially as you get leaner. Yeah. You know, so doing quote unquote little diet breaks in there, which would be more than just one day at a time, sure, is super beneficial and a little trick that I think a lot of people could utilize. I think people get scared to eat. Is a part of it, especially natural guys, because they're like, well, I have no assistance, right? I mean, if you're enhanced, you have a little bit of help here and there, you can probably get away with a little bit more, but yeah, I think as a natural guy, they just seem they're terrified to eat. They don't want to eat anything. I'm going to put on more weight. So you're saying that a little bit of a break is good for them? Absolutely, and I think that's why it's important, especially for natural guys, to take more time to diet for a show. Like, I'll set it up like 24 weeks for a show. Yeah. And that gives me more time. Like, I want to be ready in like 5 weeks out. I want to look good. Then I can throw in some diet breaks. And man, I'll tell you, like, my last time competing, it was awesome. Und wie ist die Lage? Bestens, immer bestens. Das ist cool. Arme sind schon gut aufgeladen. Ja, ich musste ja noch Frankfurt das schicken. Ich habe eigentlich überlegt, jetzt wo du da bist, kann ich es natürlich nicht machen, was ich jetzt gerade machen. Lukas, aktuelle Form nach dem Aufstehen. Ja, die Adern, du. Ich habe blöd auf dem Arm gelegen. Kohlenhydrate scheinen gut anzukommen. Ja, ja, funktioniert jetzt natürlich nicht, da du da bist. Ne? Nee, das nicht, dann muss die morgen früh starten. Ja. Was ich aber noch fragen wollte, Lukas, du hier 20% das Gym, wann kommen denn die 20% bei Gucci? Ja, was ist denn da? Niemals. Ja. Niemals. Probe ist Ausgangsbeschränkung, also nicht Ausgangsbeschränkung, sondern.
70% der Folgerunden über früher sind von US-Funds, also da kommt der Großteil des Geldes her. Und zu denen allen haben wir vor 2-3 Jahren, wo dann auch jeder Kunde kam und Hauptsache stand dreimal Krypto und Blockchain auf dem Pitch-Deck, dann war die Wertung gleich dreimal so hoch. Diese ganzen sozusagen Trading, Währungsdump, Kryptowährung reinfallen. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja das, was viele Leute unter Krypto verstehen. Und deswegen hat das ja auch so einen gemischten Ruf, weil halt natürlich viele Leute Geld verdienen, viele Leute viel auch Geld verlieren und es so ein bisschen so dieses Zocker-Image hat. Hi Henry, das ist gar kein Problem. Wir können praktisch beide Übungen an der Maschine abbilden und trotzdem sehr gut die Zielmuskulatur treffen. Für den Lat-Fokus, besonders die senkrecht verlaufenden Fasern, da den Sitz dann sehr hoch einstellen und den engen, neutralen Griff nutzen und hier wirklich auch, wie im Video zu sehen, praktisch mit rundem Brustwirbelbereich die Ellenbogen Richtung Mitte der Oberschenkel ziehen. Und für die High Row würden wir praktisch dieselbe Maschine nutzen, den Sitz sehr niedrig einstellen und dann den Obergriff nutzen, oben breit greifen und beide Varianten mir mal abfilmen und dann würden wir da praktisch feintunen. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht gut umsetzbar sein und wir die Zielmuskulatur nicht gut treffen mit dieser Maschine, habe ich noch ein paar Alternativen im Petto, aber ansonsten sollte das eigentlich ganz gut umsetzbar sein.
auch oder was? Ich bin fertig. Alter. Das ist ja ein tolles Meeting gleich. Aber rein, Mann. Ja. Wir bringen mal ein bisschen anabolisier das Meeting mal. Jetzt.
Also ich werde im August auf jeden Fall nochmal schauen, okay, wie ist die Lage, abschätzen, ob das bis Oktober realistisch ist mit der Einreise. Ja. Und wenn das unrealistisch ist, dann werde ich dann halt im August, Ende August, gleich meine Reiseleine ziehen und abbrechen. Aber bis dahin fahre ich einfach durch und konnte mir gar nichts an News, ob das jetzt möglich ist oder nicht. Tschüss. Ugh!